Sodala, grüß euch, gut alle miteinander. Schön, dass ihr wieder da seid. Für alle, die das erste Mal da sind, wir sind das erste Mal da heute. Aha, okay. Herzlich willkommen. Welcome. Das war jetzt gerade unser Begrüßungslied, das spielen wir immer deshalb, weil der Joe Greisel mit seiner Welcome to Freedom Bewegung eigentlich der Impuls war, der diese Montagsinfo da ins Rollen gebracht hat. Und ich habe den Joe heute angeschrieben, ob er auch da ist, und sagt er, nein, er ist heute im Studio und nimmt ein Lied auf. Der steht also heute um die Zeit in Gmunden und wird uns ein neues Tongeschenk machen zum Thema Banken oder so ähnlich. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, der Joe kann das. An dieser Stelle ein schöner Gruß und von mir natürlich ein herzliches Grüß Gott an euch alle. Und schön, dass ihr wieder da seid. Wir werden, heute ist es so eine Übergangssendung, Sendung, Abend. Wir werden also die Bildung weiter bedienen und werden uns zum Schluss raus dann mit einem anderen Thema beschäftigen, das dann schon auf die April- und Mai-Montagsinfo hinführen wird, aber dazu später mehr. Was ganz wichtig ist, vorneweg, das Administrative. Also es liegen hier am Eingangsbereich wieder viele Zettelchen mit Links drauf, noch von der letzten Sendung her oder von der letzten, vom letzten Infoabend her, Montagsinfo. Für die Neuen, diese Montagsinfo dient dazu, Wissen aktueller zu machen, das auch da ist, aber das man nicht so wissen sollte. Ja, und Information hat ja immer auch was mit Wissen zu tun. Wir haben uns die letzten zweimal mit der Bildung beschäftigt. Es gibt hier vorne am Infotisch ein Falt oder ein Blatt zum Mitnehmen. Da stehen ein Haufen Adressen drauf, die ja zu einer Bildungswelt führen, die vielleicht der einen Mutter, dem anderen Vater oder auch Großeltern gefallen könnte. Und man sagt, mei, gell, das, wenn wir mich auch schon gehabt hätten. Also da soll ich da mal ein bisschen informieren. Es liegt genügend da, wir werden um 7:15, 8:30, halb neun Pause machen, oder zwischen 8 und halb neun. Da ist genügend Zeit auch, sich zu informieren für kleine Zwiesprachen, vielleicht ein paar Aktivitäten, ein paar interpersonelle Links zu knüpfen, war auch schön. Wenn bei unseren Rednerinnen und Rednern heute Fragen auftauchen zu irgendeinem Thema, dann haben wir so grüne Zettel am Tisch. Und ich bitte euch einfach, die zu benutzen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwo der Verstand einhagelt. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man wach ist, wenn der Verstand irgendwo einhagelt. Und es ist zum Beispiel keine McDonalds-Werbung, sondern eine Information. Dann da einfach draufschreiben, festhalten und wir werden am Schluss eine kleine Informations- und Fragerunde machen, wie wir die letzten zwei Mal auch gemacht haben, so mit Funkmikrofon im Publikum. Also wer dann eine Frage hat, dann machen wir so Bürgerforum oder jetzt red ich oder wie wir es immer nennen wollen. Montagsinfo-Forum. Im Vorfeld noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung. Ich sage das am Schluss dann auch nochmal, aber weil ich es gerade in der Hand habe. Das Aktionsbündnis TTIP. Okay. Das Aktionsbündnis TTIP, ich habe schon mal wegen zu mir, hat am 18. April ein Treffen global. Das heißt, also das ist ein bisschen eine größere Geschichte. Und wir leben ja in einer fantastischen Zeit in dieser Informationsgesellschaft. Es ist wirklich hochinteressant und spannend, wie einfach, wie leicht man sich jetzt austauschen und vernetzen und verbinden kann und mal schauen, was machen die, seine eigenen Sachen weitergeben. Das ist schon eine segensreiche Zeit und dafür sollten wir auch dankbar sein. Dass auf dieser Datenautobahn auch viele Dinge rumgeschubst werden, die nicht so lustig sind, okay, das ist alles ein Werkzeug, das kann man gebrauchen und missbrauchen, Hauptsache man braucht es gescheit. Und darum rate ich euch auch, informiert euch, bleibt dran. Es gibt eine eigene Seite, www.montagsinfo.com. Da stehen die älteren Dinge drauf, da stehen die aktuellen Dinge drauf und da steht auch drauf, was in Zukunft kommt. Dann gebe ich jetzt eine Liste in die Runde, beziehungsweise lasse die rundum gehen. Da haben sich letztes Mal schon ein paar Leute eingetragen. Wer also Informationen möchte und weiter informiert werden möchte, eingeladen etc.,
bei der Isabella Wanner und bei der Silvia Donninger im Verteiler sein möchte, der hinterlässt einfach hier deutlich leserlich bitte. Wir haben immer wieder ein bisschen Troubles, dass man das eine oder andere nicht lesen kann. Hier seine E-Mail-Adresse und bekommt dann regelmäßig oder unregelmäßig Informationen. Wir müllen euch nicht zu, aber es kommt immer wieder was Neues. Ne? Und falls euch zu viel wird, dann ist es einfach wieder Spammen. Aber Information schadet nur demjenigen, der sie nicht hat. Ja, darum ist es wichtig. So, dann noch ein herzliches Dankeschön an die nur von hinten oder gar nicht sichtbaren Menschen, die das Ganze hier immer wieder mit ermöglichen und in die Welt hinaustragen. Von hinten sichtbar Michael Roman Reuter, Krypto TV. Und gar nicht zu sehen, aber deutlich zu hören, und zwar über www.okitalk.com, unser unermüdlicher Tag- und Nacht-Live-Sender Klaus Glatzel, der da inzwischen St. Pölten und Wien irgendwo sitzt und wieder diesen Abend live überträgt. Den könnt ihr euch übrigens dann auch morgen oder übermorgen als Aufzeichnung wieder anhören. Klaus Glatzel, danke an Okitalk und an die Nelly natürlich. So, jetzt die Liste. Dann liegen noch ein paar Prospekte rum. Alle, die heute sprechen, haben auch was dabei oder schon verteilt. Ich habe auch ein bisschen was liegen lassen. Es beginnt ja die Gartensaison oder es ist sehr, sehr schön mitzubekommen, was die letzte Montagsinfo mittlerweile in Bewegung gesetzt hat. Da war die Karin Frank da, hat über Gemeinschaftsgärten gesprochen und es fängt gerade mächtig an, im Grünen zu pochen, die Leute kommen von nah und fern zusammen und gatteln und grommen und buddeln und erschaffen einfach, sie erden sich und erschaffen einfach jeden Tag ein Stückchen mehr fruchtbare Erde, wo Dinge wachsen, die man nicht nur essen kann, sondern auch Connections wachsen, Herzensverbindungen wachsen, Generationsverbindungen wachsen und da wird sie sicherlich noch viel tun und meine Frau und ich haben auch in St. Marienkirchen so einen Garten letztes Jahr angelegt. Und da ist jetzt eine Zeitschrift erschienen in Deutschland, so ein Sonderspecial. Da habe ich ein Backel mitgebracht, wenn das interessiert, einfach mitnehmen. Auf der Seite 12 findet man da unsere Aktivitäten ein bisschen. Jo, und jetzt zum, wo habe ich denn jetzt den schönen Zettel? Habe ich den jetzt mit rumgegeben? Ah, nein, der liegt da. So, da la, gut, damit ich da jetzt auch alles, an alles denke. Also, begrüßt habe ich alle, bedankt habe ich mich. Die Tischinfos sind auch da. Ja, was mir noch wichtig ist, das werde ich später auch nochmal erwähnen, am 23.04. veranstalte ich einen Be-Free-Day in Scherding. Das ist ein Tag ohne Eintritt, bei freier Wertschätzung mit ganz tollen Leuten. Das geht von 4 Uhr Nachmittag bis Mitternacht. Und es sind jetzt schon über 150 Leute angemeldet und das weiß noch gar keiner. Also wäre voll geil, wenn es dabei wärt. Be Free Day auf YouTube, aber es wird eigene Seiten geben. Und ab nächste Woche gibt es dann auch Plakate und ein paar Geschichten und es wird auch Interviews dazu geben. Seid herzlich eingeladen. Da geht es um alles, was frei macht. Also einfach auch Informationen, die aus dem herangebildeten, eingebildeten, sich angedeihen lassenden Hamsterkäfig im Kopf, aus dem man sich so ungern rausdenken lässt oder so rausdenken traut, ein bisschen behilflich sind, da rauszugehen, ohne dass der Käfig gleich einbricht. Und wer da noch einmal rein mag, der darf gern zurück und wieder zumachen ins Hamsterradl. Und wer draußen ein wenig spazieren gehen will, der ist herzlich willkommen, das mitzumachen. Und es geht bei unseren Montagsabende oder Montagsinfos einfach auch speziell darum, dass wir uns erlauben, Dinge anders zu denken, entweder von der anderen Seite her zu denken oder vielleicht ganz neu zu erdenken oder einfach mal dorthin schauen, wo die Sonne scheint. Es ist ja ganz interessant, wir sagen immer, wo Licht ist, ist auch Schatten und das ist nicht ganz wahr, weil wo Licht ist, ist Licht. Also wer mir in der Glühbirne drin, wo die Wendel brennt, einen Schatten zeigen kann, der kriegt von mir 10 Euro. Also wo Licht ist, ist Licht, weil wo etwas ist, kann nichts anderes sein, habe ich einmal gelernt in der Physik. Und wenn irgendwo Licht ist,
in der Nähe vom Licht, das kann schon sein, dass du, wenn im Licht was im Wege steht, wirft er einen Schatten. Meistens ist der eigene. Ja, also es hat alles zwei Seiten, das stimmt auch nicht ganz. Wer sich in Mathematik ein wenig auskennt, vom Dr. Möbius, da gibt es die Möbius-Schleife, das ist so ein Bandel, das ist um 90 Grad gedreht. Wenn man da mit dem Kugelschreiber rumfährt, das schaut aus, als hätte es zwei Seiten, ist aber nur einseitig, mit einem kleinen Trick einseitig gemacht. Und die Frage ist immer, wohin richte ich meinen Blick? Also ich kann mich gegen etwas stellen oder ich kann sagen, weg von, hinzu. Und diese Montagsinfoabende sind so eine Neuausrichtung hinzu, was es auch noch gibt. Und meistens entdeckt man da Dinge, die sind sehr, sehr interessant. Und dann sagt der Verstand, der Mainstream-Verstand, dass man da nichts liest, dass man da nichts hört. Und im Prinzip sind diese Abende so ein bisschen wie ein Befruchtungsabend. In dem Augenblick, wo man ein bisschen hirnschwanger ist vor was anderem, sieht man plötzlich lauter Schwangere. Kennst du das? Also die Frauen werden das sicher kennen. Wenn man schwanger ist, sieht man nur schwangere Frauen. Und bei den Männern ist es halt, wenn man sich ein rotes Auto kauft, haben plötzlich die halbe Welt ein rotes Auto. Und wir versuchen uns da heute einfach an diesen Abenden immer wieder ein bisschen zu erinnern. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit zu denken, zu tun und zu handeln.